Ja, siehst du, hier, da ist die Flasche größer als der Kopf, also das ist Wahnsinn, ne? Wie war das bei ihm? Die Angler machen das so. Ja? Das ist der kleine Fisch. Ja? Das ja? ist der große Fisch. So machen die. Guck mal, was ich für einen großen Fisch gefangen habe. Wow. Das ist geil, ne? Riesenhecht. Ein Brambacher. Brambacher Cola-Hecht, Leute. Das ist geil. Ja, hi Leute, ich begrüße euch aus Schlüsselfeld. Es ist mal wieder Vlog-Time. Also heute ein schöner Vlog von der Produktvorführung in Schlüsselfeld von der Firma Röder Feuerwerk. Hinter uns seht ihr schon die ganzen Feuerwerksinteressenten und auch die Stative stehen schon bereit für das Filmen. Das Wetter, naja, könnte jetzt besser sein, es fängt jetzt langsam an zu regnen, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag. Und ich werde euch jetzt gleich mal ein paar Bilder vom Abbrenner einblenden. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. So, ihr seht jetzt hier mein Stativ, habe ich halt schon aufgebaut. Und was ich mir noch geholt habe, ist hier diese Schussliste, welche ich euch jetzt gleich mal zeigen. Da stehen halt alle Produkte drauf, die heute vorgeführt werden. So, das ist jetzt hier diese Abschussliste. Das muss drücken. Produkttest 12.10.2019. Hier stehen jetzt halt alle Produkte drauf, die heute... Oh Mann, Alter. Das ist nicht Ärger. Also hier stehen halt jetzt alle Produkte drin, die heute vorgeschossen werden. Insgesamt sind es über 80, nee sogar 90 Positionen. Und das wird jetzt gute anderthalb bis zwei Stunden dauern. Ja Leute, ich melde mich zurück. Direkt jetzt vom Abbrenner. Ist halt jetzt hier schon, es wurde schon alles schön aufgebaut. Die ganzen Batterien stehen da. Zeige ich euch auch gleich mal. Das sind halt diese ganzen, ein Teil von den Batterien, die heute alle geschossen werden. Das sind halt wirklich riesige Teile, riesige große Batterien und Verbünde. Wirklich mega Teile dabei. Es gibt heute ein riesen Spektakel. Ja Leute, jetzt habt ihr schon Bilder gesehen, direkt Video vom Abbrenner. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch noch zeigen kann. Die Location, seht ihr ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, da würde ich sagen, dann kann es mal losgehen. Von Funke wiederum die Funkenpalmen. Okay.
die Firma Komet mit dem Artikel High Heavy. Eine Neuheit aus diesem Jahr von uns selbst, aus unserer Eigenlinie von Röder Feuerwerk, die Chaos-Kometen, gibt es nur in limitierter Auflage. Warum? Weil wir es eigentlich gar nicht verkaufen wollen, weil sie so schön ist. Titanium Salute Scream. Oh, yes. Könnte wieder ein bisschen lärmintensiver werden. Die Duplex-Cracker. Letzte Position von Funke, die Nightfall. Auf der Position 79. Ja, nee, also eher was drückt. Auf der Position 79 von Gau. Ich streite mich da jetzt nicht mit Pyroschnecken. Der Hammerverbund.
1977. Das Teil habe ich in Polen schon mal auf einer Demo-Show von Gahu, wie auch immer, gesehen. Hat mich sehr beeindruckt, war früher mal F3 als eine Batterie, ist jetzt ein Verbundfeuerwerk, die SL49 Fire Sensation. Ja, das hat ordentlich Wumms. Jetzt von Geisha Fuhrwerk, der Geisterblitz, eine Neuheit. Alter. Gleich läuft er.